Und wieder was entdeckt, was ich noch nicht kannte. Aus der Uhrzeit habe ich das entdeckt, weil die Uhrzeit mir sagte, dass ich noch Zeit habe, den Schlenker durch den Ort zu machen, bevor ich an die Strecke gehe. Ich kenne mich ja jetzt mit dem Ukraine-Krieg und so nicht richtig aus, aber haben die USA jetzt das GPS abgeschaltet? Denn laut GPS habe ich jetzt 20 nach 11. Nicht, dass da das GPS gestört wird. Und ich bin viel zu früh hier. Hier steht wieder was anderes. Aus je nachdem, aus welcher Himmelsrichtung man hier ankommt, hat man eine andere Uhrzeit. Wenn wir die Kamera warten, ich habe einen Startschuss gehört. Gib Gas. 24.04.2022. Der Filbo ist in Simmerath beim ersten Kraremannslauf. Da haben wir den Kraremann. Der Lauf kommt später. Das klingt nach einer Premiere, aber das bezieht sich wohl eher auf den Namen, denn den Lauf, den gab es schon vorher als Mailauf. Allerdings ist man jetzt mit dem Namen nicht mehr an den Kalender gebunden, sondern knüpft an die Ortsgeschichte an. Ihr könnt auch nachlesen, worum es hier geht. Die Landwirte haben dann zwischendurch den Kragen angezogen, haben dann Handelsgeschäfte betrieben, weshalb auch vor ein paar Jahren Verdi dann den verkaufsoffenen Sonntag zum Kraremanntag, wo man eben die Handelstätigkeit gefeiert hat, gerichtlich hat verbieten lassen, völlig logischerweise. Wunderbar. Ja, wie ich gelesen hatte, stimmt auch. Geschäfte haben heute auf. Hat Verdi geprennt? Das sieht anders aus als früher. Früher ging das hier durch so eine Grünanlage, aber wie es aussieht, hat man für Grünanlagen hier nicht mehr viel übrig. There's our thumbnail, or is it? Hi, prima, Marc, super. Prima. Super.
Prima. Super. Super. Marlene, super. Ralf, super. Prima. Uwe, super. Anna, super. Prima, Rolf. Ach, hi, du. Prima.
Prima.